Ja, moin und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts schauen wir uns zwei besondere Wallboxen, die in der KfW 440 Förderung enthalten sind, mal etwas näher an. Im Detail schauen wir uns die Heidelberg Energy Control, hierzu haben wir schon ein separates Video gemacht, und auch die ABL EMH1 etwas näher an. Durch die KfW-Förderung 440 hat der gesamte Markt an Wallboxen einen extremen Boom hingelegt. Die ABL und die Heidelberg liefern sich ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen, was die Absatzmengen angeht, sodass wir uns hier in dem Video einfach mal die beiden Boxen gegenüberstellen. Viele von euch haben immer wieder nach den Unterschieden zwischen den beiden gefragt. Die Unterschiede zwischen den beiden Wallboxen sind in der Tat vorhanden. Und wir schauen uns jetzt in dem Video diese Unterschiede an. Das effektive Fazit muss am Ende vom Tag jeder für sich selbst ziehen, was einem was wert ist und was nicht. Aber dazu am Ende noch mehr. Ja, was auf den ersten Blick direkt auffällt, ist das Design bzw. die Größe. Fangen wir von außen nach innen an. Die ABL EMH1, extrem kompakt. Man sieht es ungefähr so groß wie eine Handfläche, vielleicht ein bisschen größer. Komplett aus Kunststoff gefertigt, also relativ im Verhältnis zu Heidelberg einfach von der optischen Wahrnehmung. Die Heidelberg dahingehend ist aus Edelstahl, beziehungsweise der Ring aus Edelstahl. Der Rest des Gehäuses ist auch aus Blech, zumindest mal was die äußere Hülle angeht. Von der Größe her ist die Heidelberg doch ein gutes Stück größer, hat aber die Möglichkeit, hintenrum das Kabel aufzuwickeln. Das heißt, allein schon daher kommt auch die Größe schon mit zustande. Die EMH1 hat auf der Oberseite die Status-LEDs, an denen ich dann sehen kann, wie der Status der Wallbox ist. Die Heidelberg macht es über das hinterleuchtete H auf der Vorderseite, sodass ich dort sehe, wie der Status ist. Also dahingehend relativ gleich, wie die Visualisierung dahingehend ist. Vom Grundaufbau, die Heidelberg Wallbox gibt es immer nur mit fest angeschlagenem Kabel, entweder 5 oder 7,5 Meter lang. Die ABL gibt es, so in dieser Variante, mit einer Steckdose dran oder alternativ mit Kabel. Das heißt, man hat hier schon den Vorteil, dass man aussuchen kann, ob man das eigene Ladekabel verwenden möchte oder ob man das Kabel, das angeschlagene Kabel nutzen möchte. Der Vorteil bei der Heidelberg ist natürlich, ich kann das Kabel direkt um das Gehäuse drumherum wickeln. Hat natürlich da den Charme, das Kabel liegt nirgendwo in der Gegend rum oder ja, stört irgendwo. Das hat die ABL auch in der Variante mit angeschlagenem Kabel in der Form nicht von sich aus. Hierzu gibt es von ABL ein separates Modul, was ich hinter die Wallbox setzen kann und dann kann ich das Kabel dort dran aufwickeln. Das heißt, wenn ich diese Funktion unbedingt haben möchte, muss ich bei der ABL Zusatzkosten in Kauf nehmen. Von der Ladeleistung an sich, die Heidelberg gibt es nur in 11 kW, die ABL gibt es in 11 und in 22 kW. Das heißt, ich habe bei der ABL mehr Möglichkeiten nochmal zu variieren und die Heidelberg ist so, wie sie ist. So kann man es eigentlich fast sagen. Förderfähig sind beide Wallboxen. Das heißt, sowohl die Heidelberg als auch die ABL stehen auf der Liste der KfW-Förderung 440 und können somit mit 900 Euro bezuschusst werden. Ich würde jetzt sagen, wir schauen uns jetzt die inneren Werte der einzelnen Wallboxen an, legen die auch mal nebeneinander, damit ihr einfach mal einen Eindruck davon gewinnt, was in diesen Kisten alles so enthalten ist. Und da werden wir auch noch große Unterschiede von der Hardware her sehen. Ja, mal beide Wallboxen aus der Nähe betrachtet. Man sieht es hier durch die Studioscheinwerfer. Die Heidelberg Wallbox hat einen gebürsteten Edelstahlrahmen und diese Plexiglasplatte in der Mitte, die halt eben von hinten hinterleuchtet ist. Also dieses H-Logo von Heidelberg leuchtet dann, wie gesagt. Die ABL Wallbox ist komplett aus mattem Kunststoff verarbeitet, also vom Aufbau her deutlich einfacher gehalten. Man sieht jetzt hier bei der ABL ein kleines Schloss. Dieses Schloss ist dafür da, um an den integrierten FI-Schalter, also RCD Typ B in dem Fall, heranzukommen. Die Heidelberg an sich kann ich nur öffnen, indem ich die Torx-Schrauben rund ums Gehäuse herum aufschraube und dann komme ich erst zum eigentlichen
Part der Wallbox. Und das machen wir jetzt einmal. Nachdem wir jetzt mal die äußere Hülle der beiden Wallboxen entfernt haben, kommen wir der Sache schon etwas näher. Das heißt, bei der ABL habe ich mittels des Schlüssels die Abdeckung aufgemacht und habe jetzt hier den Blick auf das Schütz, auf das, also das Relais auf gut Deutsch gesagt, was nachher eigentlich die Ladung erst wirklich aktiviert, und dem integrierten FI. Bei der Heidelberg kommt eine graue Kiste zum Vorschein, die ist aus einem GFK-Material gefertigt, und dem Sichtfenster, durch das dann durch diese LEDs die Beleuchtung oder die Hinterleuchtung des Haars dann geschieht. So, und nochmal eine Stufe tiefer, da kommen wir der Sache jetzt schon wirklich ganz nah. Dadurch, dass der Aufbau an sich extrem komplex ist, schauen wir uns jetzt die Wallboxen separiert voneinander etwas näher an. Die ABL EMH1 hat, wie gesagt, einen integrierten FI und nebendran gelagert ein separates Schütz, welches dann die eigentliche Leistung erst an die Steckdose bzw. an das Ladekabel und das Auto dementsprechend weitergibt. Die Kabeleinführung ist ein bisschen versteckt hier unten drunter. Das heißt, ich komme mit dem Kabel von unten hier oder von hinten in die Wallbox rein. Hat den Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Versorgung von hinten mache, sehe ich kein lästiges Kabel unten reinkommen. Der Anschluss der Leitung erfolgt dann direkt an dem FI-Schalter bzw. RCD. Und ja, ich erspare mir zwar somit eine Klemme, es wirkt ein bisschen rustikal, nennen wir es mal so. Ansonsten sieht man, dass die Wallbox doch relativ viel Kabel hat. Wirkt nicht so ganz aufgeräumt wie die Heidelberg. Hier schön zu sehen an der Seite sind die Stromwandler für die integrierten Strommessung. Und hier oben sind die Klemmen für die Modbus-Verbindung zu einem Managementsystem. Die Heidelberg Wallbox wirkt ein wenig aufgeräumter. Wir haben hier feste Klemmen auf der Platine drauf. Die hat eben dann die Energieversorgung über die Platine realisieren. Hier unten drunter haben wir eines der Relais. Das wäre dann vergleichbar zu dem Schütz bei der ABL. Wir haben hier oben auf der Platine den Ab- bzw. Zugang zum Modbus, also zum Energiemanagement. Wir haben hier noch den Anschlussstecker bzw. die Brücke für die Freigabe der Wallbox an sich. Die Kabelzuführung in der Heidelberg geschieht immer von unten. Das kann jetzt gut sein, muss aber nicht. Wenn ich eine Installation vorfinde, wo das Kabel irgendwie erst von unten reinkommen muss, das ist nicht unbedingt immer sehr schön. Das muss man aber auch für sich in der Form selbst entscheiden, was einem da gut gefällt. Die Einstellung des Energiemanagements erfolgt bei der Heidelberg über die Dip-Schalter und Drehschalter. Bei der ABL sieht es so aus, dazu brauche ich eine Software, um das dementsprechend einzustellen. Für beide Wallbox-Typen haben wir natürlich für unsere Flex-Mount-Stähle auch die passenden Zubehörteile. So haben wir natürlich für die ABL als auch für die Heidelberger das passende Wetterschutzdach oder halt eben die Montageplatte, die dann auf die Flex-Mount-Säule gebracht werden kann. Natürlich könnt ihr die Adapterbleche der Flex-Mount-Stähle auch ohne die Stähle nutzen. Das heißt, ihr könnt dann einfach die Wallbox vor dieses Blech an die Fassade schrauben und somit sind die Wallboxen und das Kabel vor Wettereinflüssen sehr gut geschützt. Wie gesagt, das Video soll euch einen ersten Eindruck zu den beiden Wallboxen verschaffen, gegebenenfalls auch eine Kaufentscheidung für euch mitgeben. Aus der rein technischen Sicht kann man sagen, beide Wallboxen laden das Auto mit 11 bzw. bei der ABL auch mit 22 kW. Vom Sicherheitsaspekt sind beide empfehlenswert. Sie entsprechen allen Standards, die man irgendwie einhalten muss. Im Vergleich zu anderen Wallboxen, die sonst jetzt auch in der Förderung mit enthalten sind, muss man dazu sagen. Vom Anschlussraum gefällt mir persönlich die Heidelberg etwas besser. Hat aber den Nachteil, wir wurden aufmerksam gemacht von dem einen oder anderen User, dass ja die gesamte Leistung über die Platine laufen muss bei der Heidelberg. Ja, das ist so, stellt aber bei der heutigen Entwicklungsstand eigentlich kein Problem mehr dar.
Das ist bei der ABN natürlich nicht. Hier habe ich einen richtigen Schutz, was das dementsprechend steuern kann. Da geht der Punkt ein bisschen für mich an ABL. Aber vom Anschlussraum ist die Heidelberg deutlich schöner, muss ich sagen. Ich habe hier zwar wenig, aber immer noch mehr Platz als bei der ABL-Box. Der Vorteil bei der ABL liegt ganz klar darin, dass es sie sowohl mit Kabel als auch mit Steckdose gibt. Heidelberg dementsprechend nur mit Kabel. Bezüglich der Steuerung haben beide Wallboxen fast identische Funktionen. Beide sind in ein Energiemanagementsystem integrierbar. Die Heidelberg ist da deutlich einfacher, weil ich habe diese kleinen Dip-Schalter, die ich einstellen kann. Bei der ABL brauche ich eine Software. Nicht so unbedingt schön in meinen Augen. Aber okay. Großer Vorteil bei der ABL ist der IntegriFI. Also nicht nur, wie es bei der Heidelberg ist, eine Gleichstromfehlererkennung, sondern ein vollwertiges FI. Das heißt, ich brauche in der Verteilung keinen weiteren FI zu setzen. Bei Heidelberg muss ich es noch machen. Da kommt noch ein Typ AFI auf jeden Fall dazu. Weiterer Vorteil der ABL-Box ist, durch dieses modulare System mit Schutz und FI-Schalter ist natürlich da gewährleistet, sollte mal was kaputt gehen, keine Ahnung, Kurzschluss oder sonstiges, könnte ich einfach nur den FI-Schalter gegebenenfalls tauschen. Das kann ich in der Form bei der Heidelberger nicht. Vielleicht noch zwei, drei Informationen zum fast wichtigsten Punkt für euch alle, der Preis. Die Heidelberg Wallbox kostet etwas mehr als die ABL, mag aber auch daran allein schon liegen, wenn ich die ABL gleichwertig ausstatte wie die Heidelberg, also sprich angeschlossenes Kabel und die Möglichkeit, das Kabel auch aufzuwickeln, dann bin ich wieder fast preisgleich mit der Heidelberg unterwegs. Ob man jetzt diese Option gerne haben möchte, irgendwie Bauteile tauschen zu können, wenn es irgendwie drauf ankommt, ist eine Geschmackssache. Da wird Heidelberg genauso gut sein wie auch die ABL. Wir haben uns die Platine auch angeschaut. Das ist alles schon vernünftig aufgebaut innen drin. Vom Bauchgefühl her lässt sich die Heidelberg schöner oder besser integrieren in Smart Home Systeme. Es ist deutlich intuitiver. Einfach kurz den Schalter einstellen, dann läuft das. Vielleicht mal ein kurzes Fazit an dieser Stelle gezogen zu den beiden Wallboxen. Die ABL Wallbox punktet für mich dadurch, dass sie relativ kompakt und relativ klein daherkommt. Die Heidelberg dahingehend hat durch das Metallgehäuse wirkt sie deutlich wertiger. Wenn man sie anfasst, wenn man sie irgendwie anschraubt, das wirkt irgendwie schöner. Die Modularität in der ABL gefällt mir gut, vor allem dadurch, dass der FI schon mit integriert ist. Das ist ein Kostenfaktor, der natürlich irgendwo bei der Installation der Heidelberger Wallbox noch hinzugerechnet werden muss. Zwar kein Typ B FI, sondern ein Typ A, aber trotzdem muss ein FI-Schalter eingebaut werden. Lademanagement können beide Wallboxen betreiben. ABL möchte noch nicht die Modbus-Register freigeben. Bei Heidelberg sind sie auf der Website einfach zu finden. Das spricht also von der Integrationsseite deutlich für die Heidelberg. Die Installationsfreudigkeit finde ich fast bei der ABL etwas besser. Dadurch, dass ich das Kabel sowohl von unten als auch von hinten in das Gehäuse reingehen lassen kann. Bei der Heidelberg geht es nur von unten. Dafür habe ich bei der Heidelberg schöne Klemmblöcke, wo ich sauber alles anschließen kann. In der ABL könnte es dann doch etwas eng werden, wenn ich die Einzeladern dementsprechend erst in den FI-Schalter oder in die PE-Klemme hereinbringen muss. Vom Kabeltyp, der angeschlossen werden kann, tun sich beide in meinen Augen relativ wenig. Wir empfehlen in der Regel mindestens 4 Quadrat, wenn nicht sogar 6 Quadrat beim Anschluss. Bei beiden Boxen sehe ich jetzt die Einführung mit 6 Quadrat fast kritisch. In Heidelberg ist es wirklich sehr eng gehalten, aber es geht. In der ABL wird man es auch hinbekommen. Da würde ich mir grundsätzlich wünschen, wenn die Hersteller dort größere Kabeleinführungen vorsehen. Das wird die Sache für den Installateur deutlich leichter machen. Die Flexibilität ist bei der ABL ein bisschen höher, was das Produktsortiment angeht. Zum einen habe ich 11 kW und 22 kW und ich habe die Variante mit Dose, also mit Steckdose oder mit Kabel. So habe ich ein bisschen mehr Flexibilität als Kunde, mir das passende Gerät auszusuchen. Vom Optischen her, die ABL wirkt ein bisschen
preiswerter, muss man sagen, durch das Kunststoff. Am Ende vom Tag tut sie ihren Job, genauso wie die Heidelberg. Eine klare Kaufempfehlung können wir euch an der Stelle leider nicht geben. Dazu fehlen mir noch ein paar Differenzierungsmerkmale bei der einen oder anderen, um ganz klar eine Entscheidung geben zu können. Aber vielleicht habt ihr noch weitere Fragen zu den Produkten. Vielleicht können wir hier unterhalb in den Kommentaren irgendwie gerne eine Diskussion starten. Was fehlt euch? Was braucht ihr in einer Wallbox? Auf was kommt es für euch bei einer Wallbox an? Lasst uns gerne einen Kommentar da. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch weitergeholfen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Und bei Fragen zu den Produkten, wie gewohnt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns auch einfach an.